Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ein paar Leute werden jetzt schon die Kommentare schreiben, das ist so ein provokanter Titel, das ist doch Blödsinn. Wartet bis zum Schluss vom Video, da werde ich kurz darauf eingehen, warum ich in meinen Augen das hier als klaren Tauchkreissägenersatz sehe, werde ich am Schluss des Videos erklären. Aber um was geht es in dem heutigen Video? Im heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du dir diese coole Vorrichtung hier bauen kannst. Das ist eine Führung für deine Handkreissäge. Und ich gehe auch gleich darauf ein, was für eine Handkreissäge ich hier benutze. Das ist eine super günstige. Und da könnt ihr zum Beispiel eine Platte reinmachen. Markiert euch irgendeine Stelle am Brett oder an der USB-Platte in dem Fall, was ihr dann schneiden möchtet. Und fährt dann einfach mit der Handkreissäge durch. Es hat nicht so lange gedauert, das Teil hier zu bauen. Es ist super, super cool, das Teil. Also ich wäre froh, als wir hier die Werkstatt gebaut haben, wäre ich froh gewesen, dass ich das Teil da schon gehabt hätte. Kostet auch nicht die Welt, das sind alles super günstige Materialien. Und ich gehe auf die Genauigkeit ein, ich zeige dir, wie man das Teil genau einstellt. Es ist alles kein Hexenwerk, aber das Ding hier wird sich definitiv bezahlt machen. Als Beispiel, ich helfe derzeit jemandem in seinem Haus, so ein bisschen das alles umzubauen. Und dort werden wir mit Sicherheit noch USB-Platten zuschneiden. Und in den meisten Fällen muss man die einfach nur auf Länge zuschneiden. Und da ist halt genau dieses Teil hier genial. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen, beim Zuschauen und beim Kommentieren. Ich habe mir überlegt, bevor ich anfangen werde, das Teil zu bauen, zeige ich euch mal hier die Tischkreissäge. Ich zeige euch mal hier diese Handkreissäge, was ich an der gut finde und was ich vielleicht schlecht an der finde. Also, ich habe diese Handkreissäge vor, ich glaube, ein paar Jahren mal von der Firma Evolution zugeschickt bekommen. Ich habe da kein Geld für bekommen, ich sollte das Zeug einfach benutzen. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich habe die Handkreissäge jetzt echt und richtig oft benutzt. Ich mache, sage ich mal, eher gröbere Arbeit mit der Handkreissäge. Aber ich habe auch, ihr müsst wissen, das hier ist immer noch das erste Blatt. Ich habe damit auch schon Stahlplatten mit 6 mm geschnitten. Weil das ist ein Kombiblatt, das bedeutet, das geht. Und es schneidet sogar noch echt richtig gut. Also habt ihr hier noch ein relativ dünnes Blatt, damit braucht ihr dann einfach nicht so viel Power, wenn ihr was schneidet. Speziell, falls das Blatt dann stumpfer wird, ist es nicht mehr so stumpf. Ist es nicht mehr so schwer zu schneiden. So rum. Diese Handkreissäge hier hat keinen Spaltkeil. Das sieht man auf Anhieb. Das ist aber auch legal und das ist auch in Ordnung so. Denn, so wie ich das damals verstanden habe, braucht eine Handkreissäge keinen Spaltkeil, wenn hier diese Messerabdeckung schnell genug innerhalb von einer gewissen Zeit zuschnappt. Und das tut sie auf jeden Fall. Das funktioniert alles soweit. Ein Spaltkeil braucht sie, finde ich, nicht unbedingt, denn das ist halt eine Handkreissäge, die hat jetzt nicht 200 Kilowatt. Das bedeutet, das ist keine Handkreissäge, die euch unbedingt rückwärts nach hinten fliegen wird. Ihr müsst natürlich wissen, jetzt kann es dazu kommen, wenn ihr längs was auftrennt, das ist kalt, dann haltet ihr sie einfach mit zwei Händen fest und ihr merkt, jetzt fängt es an ein bisschen zu hupsen und dann macht einfach aus. Wie gesagt, ich habe kein Geld von Evolution bekommen oder irgendwas. Ich habe die auch nicht mehr angeschrieben, weil ich da eh keine Böcke drauf hatte. Aber das hier ist echt so ein Teil. Die kostet, glaube ich, 130 Euro. Hatte ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Es ist gut. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diese Handkreissäge für dieses Projekt benutzen werde, auch weil es nicht so teuer ist. Falls sie mal in irgendeiner gewissen Zeit abkohlen wird, tut es nicht so weh, wenn ich mir dann eine kaufe. Ich werde jetzt als erstes mit der Führung für die Handkreissäge anfangen, denn die möchte ich aus Massivholz bauen. Ich habe nicht mehr so viel dickes Multiplex da, deswegen werde ich das auch übrigens aus USB bauen. Aber oben die Führung möchte ich dennoch aus stabileren Fichten Massivholz bauen. In diesem Fall geht es schneller, wenn ich das Ganze einfach mit meinem Gesäumschlitten gerade schneide, denn hier die Kante ist halt noch nicht so gerade. Und ich will die Hobelmaschine jetzt nicht umbauen, deswegen mache ich das einfach hier mit meinem schönen, feinen Besäumschlitten. Auch eine kleine Info für euch, ich habe mittlerweile wieder eine neue Standbohrmaschine. Es ist keine Säulenbohrmaschine, es ist eine Tischbohrmaschine geworden. Und weil ich mir dafür auch einen Stand bauen muss, ist das auch zusätzlich ein Grund, warum ich mir hier diese Führung baue, damit ich einfach mehr USB-Platten besser zuschneiden kann. Dann habt ihr vielleicht auch noch einen Vorteil draus gezogen. Falls sich manche fragen, Alter, ist das Stativ schwer. Das ist übrigens dieselbe Standbohrmaschine, die der Michael Truppe von Let's Bastel auch hat. Das hier sind somit die wichtigsten Leisten, denn auf denen wird unsere Handkreissäge gleich bzw. später geführt. Und so wird das dann später ungefähr aussehen. Hier wird dann eine Führung drankommen, an der diese Handkreissäge laufen wird. Und links, das ist die maßgebliche. Nach der stellen wir dann die Handkreissäge 90 Grad zu unseren Platten ein. Und das hier ist einfach eine Gegenführung, dass unsere Handkreissäge
nicht nur nach links nicht abhauen kann, sondern auch nach rechts nicht abhauen kann. Dieses Teil wird eigentlich nur für Plattenmaterial da sein, aber wie es die Leute vom Bau kennen, wenn man nichts da hat, muss man eben das holen, was... Das wird wieder so eine Poesie. Wenn man nichts da hat, muss man das holen, was man hat. Oh Mann. Man sollte damit vielleicht keine dicken Bohlen oder so auf Länge schneiden. Wird wahrscheinlich aber trotzdem auch mal passieren, aber eigentlich ist es nur mal für Plattenmaterial gedacht. Aber hier diese Hölzer sind noch ein bisschen massiv, die werde ich jetzt auf 30 mm Stärke runterhobeln. Das ist ja so eine Führungsschiene, die habe ich gerade mir hergerichtet. Und da werde ich als erstes mal die Kanten großzügig brechen. Und falls man dann noch Späne in dieser Führung später hat, haben die so wenigstens so ein bisschen Platz, sich dann so in die Kanten reinzudrücken. Und außerdem haut ihr euch so keinen Splitter in die Finger rein. Als nächstes müssen wir hier diese Führungsschiene möglichst gerade auf unserem Untergrund aufbringen. Und das ist auch relativ einfach. Ich werde euch gleich ein bisschen zeigen, wie ihr das gut hinbekommen könnt. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal in die Mitte eine Schraube reindrehen, damit hier dieses Teil sich nicht mehr bewegt. Hier ein kleiner Tipp, ich würde ein bisschen so 2-3 mm Luft zur Kante lassen, denn die ist in meinem Fall nicht gerade. Das könnt ihr mit einer Wasserwaage kontrollieren. Und so habt ihr dann keine Leiste, die später, wenn wir es dann gerade haben, über diese Kante hinausschaut. Deswegen lassen wir direkt hier 2 mm Luft in etwa. Als nächstes hole ich mir jetzt hier meine Wasserwaage. Die ist ziemlich plan und gerade. Und die lege ich hier dran. Und wenn wir uns dann jetzt hier diese Leiste anschauen, sehen wir, wenn wir sie so festschrauben würden, hätten wir hier eine runde Leiste. Aber es muss hier eine genau gerade Leiste sein, damit wir nicht überall dann mit der Handkreissäge hängen bleiben. Normalerweise würde ich hier diese Einhornzwingen holen, um die jetzt festzumachen. Die sind aber 3 mm zu schmal. Auch kein Problem, da holen wir uns jetzt einfach eine gute alte Schraubzwinge. Und diese Schraubzwinge zwingen wir jetzt relativ sanft in unsere Fichtenführungsleiste. Ich brauche natürlich noch irgendwas, wo ich meine Furchen draufschrauben werde. Und ich schneide es jetzt hier freihand mit der Handkreissäge. Und genau solche Schnitte möchte ich später mit meiner neuen Furche machen können. Ich habe gerade hier die Siebdruckplatten genommen und werde jetzt hier eine Faser dran fräsen. Im Prinzip ist das genau das gleiche wie beim Schiebeschlitten. Nur hier werde ich die Faser ein bisschen größer machen, weil beim Bau einfach gröbere Späne und Dreck überall rumliegt. Und übernimmt denselben Zweck wie beim Schiebeschlitten. Wenn hier keine Faser wäre, könnte sich hier Dreck ansammeln und ihr könntet das Brett nicht mehr plan hier ranlegen. Gut auf mich! Bisschen mehr, oder? Als nächstes muss ich hier mein Auflagebrett festschrauben. Und dazu hole ich mir auch hier wieder ein paar helfende Hände. Ja. Was willst du mit der Kanister machen? Ich mache mir Regal. Schneide ich auch wieder den Deckel ab, also so lese so schlerisch. Das ist Schublade. Den kann ich doch. Nein. Nächstes will ich hier oben meine Führung festschrauben. Und dafür muss das Ganze rechtwinklig zu dieser Kante sein. Und ich möchte hier meinen Winkel ansetzen, um das jetzt hier markieren zu können. Und dafür lege ich mir jetzt hier so ein Brettchen davor und ziehe mir das erste Mal eine winklige Linie dazu gerüber. Ich habe jetzt hier noch einen Winkel, der ist ein biegsamer, mit dem müsste ich ein bisschen weiter hier rüberkommen können. Ich werde hier oben dieses Teil mal per Auge ausrichten. Das passt doch schon mal ganz gut. Ich werde es so erstmal kurz festschrauben. So, ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Teile festgespannt. Das hier habe ich einfach per Auge ausgerichtet und festgespannt. Und hier das habe ich auch ausgerichtet, indem ich meine Handkreissäge geholt habe und habe sie hier reingesetzt.
und habe das Ganze hier beigedrückt und dann hier auch festgespannt. Das auf beiden Seiten so, dass ihr relativ wenig Spiel habt. Jetzt rutscht es natürlich noch nicht ganz so gut. Jetzt hole ich mir dafür aber einfach ein bisschen Silbergleit und greife hier die ganzen Hölzer ein. Gucken wir mal, ob es diesmal läuft. Und als nächstes werden wir mal einen Schnitt machen, um zu schauen, wie gut das aussieht. Ganz wichtig, ich möchte noch nicht hier meine Anschlagplatte reinschneiden, denn die sollen später nur einen Schnitt haben, damit ich dort immer mein Maß anlegen kann. Und jetzt schaut euch das mal an, das ist halt echt, ich finde es immer wieder genial, wie gut das Auge doch ist. Schaut euch das mal an. Im Prinzip könnte man das jetzt so lassen, aber ich werde den Anschlag ein ganz klein bisschen nachstellen. Ein ganz klein bisschen. Aber krass, wie gut das jetzt schon aussieht. Genau der gleiche Schnitt. Das ist halt jetzt absolut ein bisschen Fleißarbeit und ihr seht, das ist optimal. Also das ist richtig, richtig gut. Jetzt kann ich den Anschlag festschrauben. Ups, sind die etwa ein wenig zu kurz. Komm, so tief waren sie gar nicht gebohrt. Die Beleuchtung ist im Prinzip jetzt fertig. Ich habe sie jetzt auch mal hier auf meinem Frästich festgespannt. Das bedeutet, sie fällt nicht sofort runter. Und jetzt werden wir erstmal hier dieses Stück durchschneiden und ich werde nochmal kontrollieren, ob das auch rechtwinklig ist. Aber dieses Mal werde ich das Blatt ganz runtersenken, denn ich habe den Anschlag so gebaut, beziehungsweise die Führung so gebaut, dass ich ca. 1-2 mm unten in das USB-Brett reinschneide. So habe ich dann auch in der Theorie mal weniger Ausrisse. Ich habe jetzt ein Problem, das ist mir eben noch nicht aufgefallen, und zwar ist hier diese Leiste zu hoch. Denn mit meinem Motor stoße ich jetzt hier auf diese Leiste. Das bedeutet, ich kann das Blatt nicht ganz eintauchen. Ich hobel das jetzt einfach von Hand ein bisschen runter, bis es passt. Nee, jetzt bin ich in die Schraube drin. Oh, ich bin voll in die Schraube, nicht gerne. Ach, Katastrophe. Es ist ein bisschen schwierig, das aus dieser Ecke zu zeigen, aber es wird schon funktionieren. Was hat mich schon immer geärgert? USB-Platten. Ich konnte USB-Platten nicht an meiner Tischkreissäge schneiden, also musste ich sie immer freie Hand oder mit einem Anschlag mit der Handkreissäge schneiden. Das war meistens auch schon mit dieser hier. Das Nervige ist einfach, ihr müsst es anzeichnen, ihr müsst eine Latte hinlegen, ihr müsst festspannen, schneiden und das dauert übelst lange. Und eigentlich muss ich in den meisten Fällen nur so eine USB-Platte ablenken. Und genau dafür ist diese Vorrichtung. Hier passt ganz genau eine USB-Platte rein. Ihr habt doch noch ein bisschen Luft. Aber in den meisten Fällen schneidet ihr echt USB-Platten. Und ihr könnt sie erstmal genau durchschieben. Jetzt werde ich zum Beispiel mir hier mal eine Ecke markieren. Sagen wir mal, das Stück hier muss so breit sein. Kann ich das hier durchschieben. Wir haben hier unsere Fuge. Und da können wir jetzt einfach unser Brett dann hinschieben, sodass es einfach passt. Und da müsst ihr eigentlich nicht mehr viel machen. In dem Fall schwebt die Platte jetzt hier so ein bisschen, aber dann halte ich sie einfach runter. Ich halte sie nach vorne gedrückt und schneide einfach. Und voilà, hier habt ihr jetzt einen fertigen Streifen und das ging einfach super schnell. Der Schnitt ist noch nicht so sauber, weil das Blatt schon etwas älter ist, aber vollkommen okay. Und was die Genauigkeit anbetrifft, das ist für mich, was ich mache, vollkommen okay. Ich habe hier vielleicht so einen halben Millimeter bis maximal einen Millimeter Unterschied, aber auf 70 Zentimeter und in den meisten Fällen ist das in meinen Fällen okay. Geil, richtig geiles Teil. Warum ist mir gerade das Maß mit den USB-Platten immer auf die Nerven gegangen? Oft braucht ihr einen Streifen, der ist dann 60 cm tief und dann bräuchtet ihr, um es auf der Tischkreissäge schneiden zu können, einen Schiebeschlitten, der über 60 cm tief ist und das wird halt relativ unhandlich und kippelt das alles und deswegen hat das nie so gut funktioniert. Aber mit dieser Vorrichtung hier könnt ihr es jetzt einfach reinlegen, markiert euch das Ganze,
und schneidet es und ihr seid fertig. Bevor jetzt einige wieder rummeckern werden wegen diesem provokanten Titel, schau dir dieses Video an, bevor du dir eine Tauchkreissäge kaufst. Damit meine ich eine Tauchkreissäge mit Führungsschiene. Anders macht so eine Tauchkreissäge auch keinen Sinn. Wofür benutzt ihr eine Tauchkreissäge? Also ich würde sie, glaube ich, in 90% der Fälle genau für solche Schnitte benutzen. Weil für alles andere könnt ihr ja die Tischkreissäge benutzen. Ich war nämlich die ganze Zeit schon kurz davor, mir eine Tauchkreissäge zu kaufen. Aber ich habe mir überlegt, komm, da muss es doch eine günstigere Alternative geben. Und ich finde, das hier ist super. Also es funktioniert richtig gut. In meinen Augen ersetzt das hier in meinem Fall eine Tauchkreissäge. Denn was anderes will ich mit der Tauchkreissäge, glaube ich, in den meisten Fällen nicht machen. Und diejenigen, die jetzt rummeckern, aber eine Tauchkreissäge, die hat viel mehr Verwendungszwecke. Klar, eine Tauchkreissäge ist super universell. Wenn ihr zum Beispiel eine Bohle auftrennen möchtet, längs, dann könntet ihr dafür eine Tauchkreissäge benutzen. Aber warum sollte ich eine Tauchkreissäge benutzen, wenn ich schon hier einen Besäumeanschlag habe? Also es gibt immer Gründe, warum man etwas benutzen kann, warum man etwas braucht. In meinem Fall wollte ich es so ausprobieren, dass ich halt keine Tauchkreissäge brauche. Und das hier wird das definitiv gut erfüllen. Und jetzt zählt deine Meinung. Ich will wissen, was du zu dieser Variante sagst. Ob du es nachbaust? Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbauen. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt auch im Video dran geblieben bist. Wow.